Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute sprechen wir über den Foot Day A Plays Markt Crash, der größte Markt Crash in FIFA 21. Dagegen war das Team of the Year ein Witz, denn da hatten wir eigentlich gar keinen Markt Crash gehabt. Jetzt haben wir einen Markt Crash. Warum haben wir einen Markt Crash? Und was sollten wir jetzt tun? In was können wir investieren? Sollen wir unser Team verkaufen, was ich jetzt öfters gehört habe? Darüber sprechen wir jetzt. Ja, es ist der krasseste Markt Crash in FIFA 21, ausgelöst durch die Footplayer Days, die am Montag erschienen sind, die plötzlich erschienen sind, denn wir haben damit gerechnet, dass sie vielleicht am Freitag kommen. Montag hat wirklich kein Mensch damit gerechnet, dass wir da plötzlich dieses Event haben werden, in dem wir Packs im Preis von 2 bzw. zur Hälfte des Preises kaufen können. Dementsprechend sind da viele Karten, beziehungsweise eigentlich alle Karten, enorm gesunken. Vor allem die spielbaren Karten, die Karten, die die Leute im Verein hatten, denn die Leute haben ihre Teams verkauft, um diese Packs zu ziehen. Dadurch sind die Preise erstmal gesunken. Dann zweiter Punkt, es ist Panik ausgebrochen. Die Leute haben gesehen, oh, die Preise sinken, und dann ist das Typische passiert, was da mal passiert ist. Die Leute verkaufen alle panisch ihre Karten, weil sie Angst haben, Verluste zu machen, und machen somit immer mehr Verlust. Und der dritte Faktor, und das ist der wichtigste, warum ist das hier der krasseste Markt Crash in FIFA 21, weil es völlig überraschend und plötzlich kam. Und das ist genauso der Unterschied zwischen dem Team of the Year gewesen, ne? Wo jeder wusste, was auf einen zukommt. EA hat das Event so lange gestreckt, so lange hinausgezögert, dass, und das ist eben das Wichtigste, nicht alle gleichzeitig verkauft haben, sondern über 1 bis 2 Monate fast hinweg ihre Karten langsam nach und nach verkauft haben. Somit gab es keinen plötzlichen Marktcrash, was hier zum Beispiel passiert ist. Denn hier ist von jetzt auf gleich, wirklich von der einen Sekunde auf die nächste, war ein Event da und alle haben panisch verkauft. Und dementsprechend haben wir so einen kranken Marktcrash wie aktuell, den wir wirklich in FIFA 21 noch gar nicht hatten. Wir hatten einmal eine Situation, wo hier die Preise wirklich runtergegangen sind. Ich habe hier Jimenez mal als Beispielkarte rausgeholt. Van Aanholt werden wir uns gleich auch noch anschauen, denn die Woolpacker-Karten sind so die ersten Spezialkarten, die es in FIFA 21 gab. Dementsprechend könnt ihr hier komplett verfolgen, wie die Preise der Karten sich entwickelt haben. Dadurch kann man ganz gut erkennen, was so die krassesten Marktcrash-Situationen waren. Und hier hatten wir, hier das ist einmal, glaube ich, zum Team of the Year, wo die Karte um 40.000 Coins getoppt ist. Bei Van Aanholt ist hier einmal eine krasse Preisentwicklung gewesen, also von 220 auf 190.000 der Jimenez runtergegangen. Bei Van Aanholt, ich weiß nicht warum, ist es da extrem gewesen. Also da hatten wir hier wirklich eine krasse Preisentwicklung von 240 auf 170.000 Coins. Da könnte man fast meinen, es wäre genauso ein starker Marktcrash wie jetzt, aber an Jimenez sehen wir, dass das jetzt da bei Van Aanholt erstens eine besondere Situation war, und prozentual ist hier trotzdem eine extremere Marktcrash-Situation, weil hier der Preis schon günstiger ist und jeweils die Karte um 70.000 Coins getoppt ist. Dementsprechend ist sie hier prozentual auch stärker gesunken, und bei Jimenez sowieso hier um 30.000 Coins und hier, obwohl er günstiger ist, schon um 60.000 Coins getoppt. Also wir haben auf jeden Fall ganz klar eine extreme Marktcrash-Situation, wie wir es in FIFA 21 neu hatten. Das habe ich jetzt sehr, sehr häufig gesagt, aber was passiert bei jedem Marktcrash? Der Marktcrash ist auch irgendwann vorbei und die Preise werden sich wieder erholen. Und das ist hier bei Van Aanholt sehr, sehr schön zu sehen. Ihr konntet die Karte hier für 175.000 Coins oder 170.000 Coins einkaufen und habt sie dann später wieder für einen sehr, sehr schönen Gewinn verkauft. Und diese Situation können wir auch jetzt nutzen und dementsprechend investieren. Im Endeffekt müsst ihr da immer selber entscheiden, wann der Zeitpunkt ist, einzukaufen. Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn das Video jetzt morgen online kommt, ihr seht, dass ich das Video gerade um 2 Uhr nachts aufnehme, ihr seht, dass ich oben ganz, ganz viele Seiten geöffnet habe, denn ich wollte hier die perfekten Karten finden, in die man investieren kann. Ich würde gerne noch weiter gucken, aber ich muss auch morgen wieder arbeiten gehen. Dementsprechend muss ich morgen auch irgendwann fit sein und kann jetzt nicht mehr lange weitersuchen. Sonst hätte ich für euch gerne hier noch weitere Karten rausgesucht. Ihr müsst morgen mal schauen, wie die Preissituationen sind, wenn das Video hier online ist. Denn ich glaube, morgen am Donnerstag werden ganz, ganz viele wieder ihr Team einkaufen. Und es kann sein, dass viele Preise morgen schon nach oben gehen. Diese Karten, die dann gestiegen sind, solltet ihr dann wirklich überlegen, ob ihr die noch einkaufen solltet. Denn ich werde eventuell oder hoffe, dass ich meine Karten morgen schon direkt wieder verkaufen kann, zumindest mal einen bestimmten Teil meiner Karten. Ich habe hier noch viele Investitionen, die morgen erst interessant werden, vielleicht einzukaufen. Von daher, auch wenn die Preise gestiegen sind, ist dieses Video hier für euch noch sehr, sehr interessant. Und es kann auch immer noch passieren, dass die Karten hier wieder sinken, denn es wird davon gesprochen, dass wir eine
Team bekommen, was zu ziehen ist mit den besten Special Cards und mit einem Mix von Special Cards, die wir schon mal hatten. Von daher wird es noch sehr, sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall super Situationen. Jetzt können wir endlich ordentlich investieren. Da werden wir uns auch einige Sachen anschauen. Es wird auf jeden Fall unfassbar interessant. Das hier sind jetzt die Beispielkarten, die ich euch rausgesucht habe. Denkt daran, dass das Beispielkarten sind. Dementsprechend könnt ihr euch auch andere Karten raussuchen, die ihr einkauft. Im Grunde sind alle Karten aus demselben Grund gesunken, weil wir natürlich einen Marktcrash haben. Die einen Karten waren spielbare Karten, die gesunken sind. Das andere waren Informkarten, die gesunken sind, weil der Informmarkt auch davon betroffen war. Und hier habe ich natürlich bei den Informkarten Spezialkarten rausgesucht mit Insigne Martinez, die spielbar sind, und Morata, eine neue Karte, die spielbar ist, mit der wir mit der 84 oder 86er Karte, was glaube ich, schon extrem gute Erfahrungen gemacht haben. Der ist wirklich ideal für SBCs. Könnte aber sein, dass der noch günstiger wird, denn der ist erst seit heute oder für euch seit gestern zu ziehen. Dementsprechend sind das alles Karten, wo ich mir natürlich Gedanken gemacht habe, aber im Grunde kann man auch andere spielbare Informkarten, Rating-Informkarten finden. Man kann auch andere spielbare Karten generell finden. Von daher muss das nicht eins zu eins das sein, was ich hier eingekauft habe. Bei den Nicht-Informkarten, teilweise auch bei den Informkarten, müsstet ihr morgen auf jeden Fall auf die Preise schauen. Also heute, wenn das Video rauskommt, kann es sein, dass die Preise teilweise schon wieder gut angestiegen sind. Sie sind auch jetzt schon wieder angestiegen. Dementsprechend kaufe ich auch nicht für den günstigsten Zeitpunkt. Den günstigsten Zeitpunkt habe ich eigentlich gesehen und den günstigsten Zeitpunkt habe ich mir eigentlich, oder zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, dass das der günstigste Zeitpunkt ist. Und das war, als ich in den Discord reingeschrieben habe, dass ich mir die spielbaren Karten anschaue, denn da, glaube ich, kann man momentan gut investieren. Warum habe ich da aber noch nicht investiert? Zwei Gründe gab es dazu. Ich habe mich dann umgeschaut in der Zeit und habe gemerkt, wie lange das dauert, die Karten alle zu analysieren. Dementsprechend habe ich das dann an dem Tag nicht mehr gemacht, weil ich einfach keine Lust drauf hatte, mich jetzt lange damit zu beschäftigen, weil ich momentan mit FIFA nicht so warm werde. Ich habe einfach momentan keine Lust auf das Spiel und das sorgt dann auch dafür, dass man auch keine Lust hat, da jetzt zwingend sich mit dem Markt zu beschäftigen. Ich hätte es machen sollen, denn dann hätte ich euch die Tipps früher geben können und ihr hättet wahrscheinlich mehr Coins machen können. Das tut mir wirklich für euch leid. Nur ihr müsst da verstehen, dass ich einfach, ja, einfach keine Lust auf das Spiel hatte. Ich wurde auch gestern da wieder eines Besseren belehrt, oder beziehungsweise habe ich den Fehler gemacht, nochmal FIFA zu spielen, denn ich bin das Spiel reingegangen, habe eine Runde gespielt und was da passiert ist, könnt ihr mal bei Instagram sehen, denn ich bin dann in das Spiel reingegangen, schieße mein 1-0 im Friendlies-Modus, wollte, dass der Gegner rausgeht. Im Pausenmenü warte ich darauf, dass der Gegner rausgeht. Er geht nicht raus und kann auf einmal weiterspielen, während ich im Pausenmenü bin. Den Fehler kennen wir ja schon. Er hat das 1-1 geschossen, drückt auf Start und auf einmal war das Spiel beendet. Ich bin rausgeflogen und habe da natürlich den Sieg nicht bekommen. Da war das Thema FIFA an dem Tag für mich auch wieder gelaufen. Und das sind so Gründe momentan. Es gibt viele Sachen, die mich einfach momentan stören. Und deshalb hatte ich da keine Lust, mich großartig damit zu beschäftigen. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht kommt dazu auch mal ein Video. Wir werden jetzt nochmal über das Thema Investitionen weitersprechen. Und wir gucken uns jetzt mal den Markt oder die Preise an von diesen ganzen Karten hier. Und zwar seht ihr hier oben, und da waren noch viel mehr Seiten geöffnet, wie viel ich mir heute angeschaut habe. Wir fangen an mit Alejandro Gomez. Und da ist es klar, dass die Karte momentan günstig geworden ist, auch aufgrund des Marktcrashes, wie jede andere Karte auch. Warum habe ich aber die Karte speziell eingekauft? Weil es eine Informkarte ist und eine sehr spielbare Informkarte. Die Karte habe ich am Anfang von FIFA 21 sehr, sehr häufig genutzt und sehr, sehr lange gespielt. Und das ist auch ein zweiter Vorteil an der Karte. Die Karte ist schon unfassbar lange auf dem Markt, wird jetzt immer mehr in SBCs genutzt, weil er zu den günstigsten 87er Informkarten gehört. Und von daher wird die Karte so selten irgendwann sein, dass sie einfach schon aufgrund der Seltenheit viel, viel teurer sein wird. Und ja, es werden definitiv wieder SBCs kommen. Die Karte kann nur steigen. Sie war ja auch noch nie so günstig wie jetzt. Also wirklich noch nie. Also auch hier an der Anfangsphase nicht. Dementsprechend ist es momentan ein super Zeitpunkt, die Karte einzukaufen. Irgendwo hier müsste ich noch die günstigsten Informs offen haben. Da gucken wir jetzt mal, ob ich die hier wirklich noch geöffnet habe. Eine Sache habe ich jetzt hier gelöscht. Hier haben wir es, perfekt. Und da sehen wir eben 87er, da ist Morata natürlich die günstigste Karte. Brauche ich euch jetzt auch nicht mehr speziell zu zeigen, die Karte. Aber der ist natürlich auch eine Karte, die man einkaufen müsste. Und hier ist Joe
Hier ist Alejandro Gomez auf jeden Fall eine Karte, die dazugehört. Und er wird keine Konkurrenzkarte mehr bekommen. Also es wird kein neuer Alejandro Gomez als Serie A-Spieler rauskommen, weil er ja die Liga gewechselt hat. Und die nächste Karte mit Martinez seht ihr ja auch hier. 61.000 Coins. Also die gehören auf jeden Fall zu den günstigsten Karten, genauso wie Insigne, und sind alle drei spielbar. Flügelpositionen in der Serie A sowieso nicht so stark besetzt. Dementsprechend könnt ihr die problemlos einkaufen. Schauen wir uns andere spielbare Karten an, wie Lorente, der auf der Ersatzbank hier quasi ist. Also hier unten haben wir ja auch noch Karten. Den schauen wir uns auch gerne mal an. Und da braucht man gar nicht viel zu sagen. Der war bei 200.000 Coins auch der günstigste Zeitpunkt aktuell. Also so günstig war die Karte auch noch nie gewesen. Und wir haben auch in der La Liga nicht viele zentrale Mittelfeldspielerkarte. Man kann sich auch hier gerne die 86er Karte anschauen. Allerdings, weil der rechtes Mittelfeld ist, also rechte Mittelfeldspielerkarte, er wird zwar trotzdem als zentrale Karte immer benutzt, ist das für mich so ein Grund, warum ich glaube, der könnte prozentual vielleicht nicht so stark steigen wie die 84er Karte, und du bezahlst mehr EA-Gebühr, weil die Karte ja teurer ist. Dementsprechend würde ich dann lieber hier diese Karte einkaufen. Der wird mit Sicherheit nicht nochmal auf die 200.000 Coins gehen, vielleicht schon, das werden wir auf jeden Fall sehen, aber wahrscheinlich nochmal so auf 180.000 Coins, und dann hat man auch einen schönen Gewinn gemacht. Wenn wir uns hier mal noch den stündlichen Graphen an den letzten Tag anschauen, sehen wir auch, hier die Karte war schon mal günstiger gewesen, hier bei 130.000 Coins, und dann gestern auch so kontinuierlich bei 130.000 Coins, und jetzt fängt er halt an, so langsam wieder anzusteigen, weil wir wahrscheinlich auf den Donnerstag drauf zukommen. Ich bin gespannt, wie morgen die Preissituation bei dieser Karte sein wird. Als nächstes schauen wir uns Douglas Costa an. Auch diese Karte war schon ein gutes Stück günstiger als aktuell. Wir sehen auf jeden Fall, dass sie hier vor einem Monat noch bei 370.000 Coins war und vor einer Woche noch bei 300.000 Coins, jetzt bei 226.000 Coins. Aber die Karte war noch ein gutes Stück günstiger, denn auch diese Karte, die war bei 188.000 Coins. Also da haben wir auch den besten Zeitpunkt verpasst. Dementsprechend jetzt schon wieder fast 40.000 Coins teurer. Trotzdem bin ich mir sicher, die Karte geht noch weiter nach oben, denn sie war hier einfach vorher bei 300.000 Coins. Sie wird bestimmt nicht nochmal auf 300.000 Coins gehen, wie jede andere Karte auch. Sie werden wahrscheinlich nicht den Preis erreichen, den sie vorher hatten, ne? Aber sie sollten schon nochmal nah an diesen Preis rankommen. Also hier kann ich mir auch vorstellen, 270.000 Coins etwa, aber auch dann haben wir einen schönen Gewinn gemacht. Die Maria, selbe Karte, selbes Prinzip, auch die Karte war hier ein gutes Stück teurer, 350.000 Coins noch letzte Woche, jetzt 200.000 Coins, und war auch hier die Tage noch ein gutes Stück günstiger gewesen. Und zwar war der hier mal bei 180.000 Coins und müsste jetzt auch wieder 20.000 Coins mehr bezahlen. Und das ist hier bei jeder anderen Karte auch passiert. Also hier gehen wir jetzt ganz, ganz schnell nur einmal, dass ihr seht, dass die ganzen Graphen runtergegangen sind. Morata ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Kulusevski haben wir hier. Ist noch eine Karte, die noch nicht so lange auf dem Markt ist. Ist vielleicht mit mehr Risiko verbunden, vor allem weil der auch teurer ist. Dementsprechend müsst ihr mehr EA-Gebühr auf diese Karte zahlen. Wir haben jetzt in der Mannschaft noch zwei What-If-Karten. Einmal Griffo, den ich euch schon mal genannt hatte. Da hatte ich euch im letzten Video auch gesagt, warum. Weil die Karte einfach, wenn sie ein Upgrade bekommt, eine 88er-Karte ist und aufgrund einfach des Ratingstands schon automatisch teurer sein müsste. Und Pepe, der aktuell ein Upgrade bekommen hat und jetzt zu den günstigsten 88er-Karten gehört, der kostet, Stand jetzt, knapp 50.000 Coins. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Preisentwicklung die Tage aussehen wird. Das sollten so Investments sein, die ein bisschen langfristiger sind, die aber recht sicher sind. Bei den anderen spielbaren Karten, da wisst ihr, ist immer ein bisschen Risiko, denn man weiß natürlich nicht, was passiert jetzt die nächsten Tage. Hauen die auf einmal noch irgendwas Krasses raus? Oder habt ihr jetzt zufällig eine Karte erwischt, die vielleicht in diesem Best-of-Spezialkarten dabei ist? Deshalb habe ich mir auch hier eher Karten rausgesucht, die eher unwahrscheinlich jetzt in diesem Best-of Spezialkarten dabei ist. Vielleicht Kulusevski hier die Karte, die am gefährlichsten lebt, die da vielleicht dabei sein könnte, aber eigentlich kann ich mir auch bei der Karte nicht vorstellen, dass der in so einem Best-of mit dabei sein sollte. Ihr seht noch einen Diaby, 84er Karte, gehört mit 30.000 Coins momentan zu den günstigsten 84er Karten, ist aber auch sehr spielbar, ist quasi dasselbe Prinzip hier wie bei den 87er Karten, und deshalb sage ich auch, dass hier sind Beispielkarten, ne? Hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, hätte ich jetzt wahrscheinlich noch mehr hier oder noch mehr Karten euch rausgesucht. Aber im Grunde könnt ihr hier einfach mal bei den günstigsten Informkarten mal raussuchen, ne? Oder mal schauen, wo habt ihr ein paar spielbare Karten, ne? Aus den guten Ligen, also aus den Top 5 Ligen und am besten mit einer guten Nation. Diaby wirklich perfekt. Es gibt auch in der Bundesliga keine so starken und nicht so viele starke Flügelspieler. Diaby Franzose mit einer unfassbar guten Nation dafür, eine gute Position für SBCs und
eben der Top-Liga. Also das sind Karten, die haben sehr, sehr viel Potenzial, dann auch langfristig zu steigen. Bei den Informs kann es sein, dass ihr eher langfristig, aber sicher euren Gewinn macht. Und bei den spielbaren Karten kann es sein, dass die Preise von jetzt auf gleich sehr schnell hochgehen. Aber es kann auch andersrum passieren, dass jetzt irgendwie nochmal irgendwas kommt, was nochmal einen zweiten Marktcrash auslöst. Und dann können die Preise nochmal sinken. Das bedeutet, es ist vielleicht ein bisschen riskanter. Aber eigentlich kann auch da nichts schief gehen. Trotzdem müsst ihr für euch dann entscheiden, was ihr macht, was ihr machen wollt. Abschließend will ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben zum Thema Team verkaufen. Da möchte ich ganz kurz nochmal mit euch sprechen. Und zwar will ich das abschließend auch einmal für meine Community nochmal endgültig erklären. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich trotzdem nochmal irgendwann was zu sagen werde, aber es geht mir so unfassbar auf die Nerven, weil es einfach so dämlich ist. Und ich kapiere einfach nicht, wie man auf eine Idee kommen kann, wenn Preise auf den Boden krachen, dass man dann auch noch zusätzlich verkauft. Also ein Marktcrash funktioniert nur, weil alle panisch verkaufen. Deswegen ist der jetzt gerade wieder so krass, weil alle so panisch verkaufen. Es ist einfach so selten dämlich und das ist das, was mich so nervt. Und das will ich vor allem meiner Community beibringen und so vielen anderen, die ja meinen, sich mit Trading beschäftigen zu können und dann aber nicht kapieren, dass ein Marktcrash, dass man da einfach keine Karten verkauft. Also ich weiß nicht, wie dumm ist das denn, wenn du eine Karte hast, die ist jetzt nur die Hälfte wert. Du verkaufst die doch nicht, wenn die Hälfte wert ist, sondern du verkaufst die doch wieder, wenn die das wert ist, was sie eigentlich wert ist. Und du willst ja mit der Karte spielen. Warum hast du eine Karte und wenn die Hälfte wert ist, kommst du auf die Idee, die Karte zu verkaufen? Aus welchem Grund willst du jetzt eine Karte verkaufen? Damit du nur noch die Hälfte der Coins hast und diese Hälfte der Coins, was willst du denn damit machen? Du kannst diese Coins dann theoretisch investieren, aber warum willst du dann deine Coins in eine andere Karte investieren? Du hast doch schon eine Karte, die momentan günstig ist. Die steigt doch danach wieder. Das macht von A bis Z absolut gar keinen Sinn. Und es ist einfach das Dämlichste und das Dümmste, was es gibt. Und es nervt mich überhaupt mit dieser Gedankenlage, mich auseinandersetzen zu müssen, ne? Weil es von A bis Z dumm ist. Es ist wirklich einfach nur dumm. Ich weiß, dass viele von euch, die vielleicht das jetzt im Kopf hatten, die kennen sich noch nicht so ganz mit der Trading-Geschichte aus. Für die sollte es jetzt klar sein, nein, verkauft nicht euer Team, wenn die Preise so extrem unten sind. Aber vor allem viele, die sich meinen, schon mit Trading auszukennen. Und ich habe so viele Videos jetzt gesehen, die genau auf dieses Thema sich beziehen. Und ich finde, wer das nicht weiß, sollte mit Trading erstmal gar nicht anfangen, sondern einfach, und das sage ich euch immer wieder, versteht erstmal Trading, versteht erstmal, wie das Ganze funktioniert, bevor ihr damit anfangt. Ihr müsst doch erstmal wissen, was macht ihr da, bevor ihr es macht. Und das nervt mich mittlerweile, weil das sind die Gründe, warum so viele Fehler passieren, warum so viele am Ende Verluste machen. Und es ist einfach eine nervige Sache. Wichtig für euch auf jeden Fall, es gibt keinen einzigen Grund, warum ihr jetzt Karten verkaufen solltet, mit denen ihr großen Verlust gemacht habt. Die Preise werden sich wieder regulieren. Das ist ganz natürlich, dass die Preise wieder hochgehen werden. Ist ja logisch, jetzt hat jeder seine Karten verkauft. Die Leute haben kein Team. Und wenn die das nächste Mal wieder Ultimate Team spielen wollen, und wir haben jetzt auch noch zu dieser Weekend League sogar noch mehr extra Rewards bekommen, wo man noch mehr Player Picks bekommt, was nochmal ein Argument mehr dafür ist, warum die Leute ab Donnerstag, ab heute dann wieder ihre Teams einkaufen. Und dementsprechend, die Leute brauchen alle Spieler, dementsprechend wird die Nachfrage jetzt steigen und die Karten werden wieder nach oben gehen. So Freunde, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Lasst unbedingt gerne dafür einen Daumen nach oben da. Ich bin todmüde, habt jetzt hier wirklich noch ordentlich Zeit für euch da rein investiert, obwohl ich gar nicht so viel Lust auf das Spiel momentan habe. Natürlich wird es trotzdem weiter regelmäßige Videos geben. Es wird auch jetzt nochmal 2-3 Investing-Videos geben, denn es gibt noch andere Sachen, in die man investieren kann. Stichwort Non-Rare-Karten oder auch Gold-Rare-SPC-Futterkarten. Also da kann man sich auf jeden Fall auch umschauen. Die meisten YouTuber haben auch genau dazu ein Video hochgeladen. Ich habe aber jetzt mal diese Karten für euch rausgesucht, weil ich die eigentlich momentan am besten finde. Die sind halt jetzt momentan wirklich so günstig und wir wissen, dass eigentlich schon im Marktcrash, vielleicht haben viele einfach Angst davor einzukaufen, aber normalerweise werden die Karten sich nochmal regulieren und ihr macht damit Gewinn. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Preise alle so günstig bleiben. Irgendwann werden die Leute ja wieder einkaufen wollen, wieder ein Team haben. Und dann gehen die Karten wieder hoch und wir machen da sicher einen Gewinn. Und bis dahin, mit viel Glück, sind die anderen Karten immer noch günstig. Und wir können dann, wo wir unseren Gewinn schon rausgeholt haben, wieder die Coins
investieren. Ich war jetzt sehr, sehr müde in dem Video. Ich hoffe, man hat das nicht gemerkt. Es kann aber sein, dass ich vielleicht bei der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendeinen Blödsinn erzählt habe. Seid aufmerksam in dem Video hier. Und wenn ich irgendeinen Fehler dabei hatte, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe dieses Video hier auch jetzt sehr, sehr häufig nochmal neu aufgenommen, weil ich gemerkt habe, einfach weil ich so müde bin, sind viele Fehler dabei gewesen. Ne? Und ich habe wahrscheinlich viel um den heißen Brei herumgeredet. Dennoch sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.